Total und herzlich willkommen. 30 Jahre World Wide Web. 30 Jahre World Wide Web und Sir Tim Berners-Lee hat es ins Leben gerufen 1989. Und heute, nach 30 Jahren, sagt er, so hat er sich es nicht vorgestellt. Willkommen im Club, das haben wir uns, glaube ich, alle nicht so vorgestellt. Die Firmen haben, die darauf aufbauen, nicht jetzt auf der Datenstruktur des World Wide Web, sondern mit dem World Wide Web arbeiten. Die Cyberspace Bars, die gibt es nicht mehr. Die Cyber Cafés gibt es nicht mehr. Das waren ja alles so Anfänge, an einem Computer arbeiten und eine Tasse Kaffee dabei trinken. Es war alles mal wunderbar, es war alles mal Hype. Es hat alles mal Spaß gemacht. Wenn man zur Foundation gehört und daran mitarbeitet, dass das Solid langsam kommt, im Mai wird es vorgestellt, das Solid, das neue Internet, die neue Aufgabe, die neue Interpretation des World Wide Webs. Dort hat er, wie gesagt, angefangen im Kern. Heute hat im Kern dieser Standard Lineal Actor da, wo er da gearbeitet hat, heute hat im Kern ihn halt nochmal gehuldigt. Sie haben dort gesessen und haben darüber gesprochen, über das World Wide Web. Ohne das läuft ja gar nichts. Das ist der Translator, der alles hin und her und hin und her schiebt. Ist eine tolle Geschichte. Er arbeitet halt an einem neuen. Geht mal googeln. Solid heißt das gute Stück. Und geht mal rein und schaut es euch an, was er damit auf den Weg gebracht hat. So, wir nutzen es. Leider falsch. Wir haben auf der einen Seite jetzt die EU, die das Ganze hier terminieren möchte mit Artikel 6 des Terrors. Da kann jetzt jeder Jugendliche, der Spaß hat, dummes Zeug zu schreiben. So wie heute gab es mal wieder eine E-Mail, total durchgelurcht, ihr Lurche. Aber egal, solche Lurche gibt es nun mal, da muss man durch. Wie gesagt, man bekommt nichts Gutes mehr zu hören. Viele sind mittlerweile skeptisch, viele wollen damit gar nichts mehr zu tun haben. Viele sträuben sich, sich damit zu identifizieren. Jetzt nicht mit Kern, sondern mit dem World Wide Web bzw. mit dem Internet. Mittlerweile spricht man vom Internet. Viele wissen gar nicht die Datenfunktion. Sie wissen auch die Zusammenhänge nicht zwischen App und normal. Und viele haben ja nur noch ein Smartphone. Viele kommen mit dem Smartphone ja gar nicht mehr klar. Haben Smartphones zwar, aber stehen da wie böhmische Dörfer, wenn gedruckt werden soll oder übermittelt werden soll oder überhaupt etwas daraus gemacht werden soll. So, wie gesagt, wenn man im MIT, IT, wenn man überhaupt im Datenbereich arbeitet, richtig arbeitet, ist natürlich eine ganz andere Geschichte wie ein User, ein Normalbürger, der damit arbeitet. Einige sagen schon, man hätte es dem normalen Volk nicht geben sollen. Dann wäre so etwas nicht dabei herausgekommen. Herr Zuckerberg mit seinem Facebook hätte das ja auch anders strukturieren können, also besser machen können, wie damals web.de mit seinen und du.de Community. ICQ, Skype etc., AOL und seine Medien. Also am Anfang, nach 95 CeBIT, ist es ja erst nach, ist es zwar früher vorgestellt worden, schon in den 60er Jahren hat man daran gearbeitet, aber natürlich nicht an so einem Web. Ja, man hat an den Maschinen gearbeitet und man hat sich vieles ausgedacht, was man mit den Maschinen hätte machen können, und es ist eingetreten, es ist ja gemacht worden, es ist ja nun mal da. Viele sagen ja auch, es gibt 2 Milliarden Websites und davon schon die Hälfte mit Cookies belegt. Die hat man alle schon geguckt, also auf Cookies gedrückt, auf Datenschutz geachtet, ja, Hustekuchen. Artikel 6, wie gesagt, mit der Terror-Upload-Filter oder Artikel 13. Manchmal ist man der Meinung, Artikel 13 wird der Jugend dargeboten, die macht dann den Lauten und heimlich schiebt man dann hinten den Artikel 6 rein unter Terror-Upload. Der ist viel, viel schlimmer wie überhaupt Artikel 13, weil erstens gibt es noch gar keine KI, zweitens gibt es noch gar keine vernünftige Software, die das hätte können, vor allen Dingen kleine Foren, die sind dann ganz stark betroffen. Die müssen nämlich dann 24 Stunden online sein und gucken, wer schreibt denn da, was weiß ich, Krieg, ja? Krieg der Sterne. Schon habt ihr da einen Ärger, weil der Upload-Filter da Krieg liest oder Syrien oder. Also jedenfalls ist es sehr schwierig geworden, jetzt zur Zeit noch Gefallen dran zu haben. Auch ich habe mir sehr viel erlaubt, sehr viel Spaß erlaubt, um festzustellen, was geht denn ab.
Auf eine Art sage ich ja, man bekommt dann sehr lustige E-Mails, wie Lurch zum Beispiel, und, oder andere Pamphlete oder Angriffe, weil irgendeiner dann sich auf den Schlips gefühlt tritt oder was weiß ich auch immer. Ein Jugendlicher da zwischen 15 und 35, der da anfängt, ein bisschen neben der Spur zu sein. Also das World Wide Web mit seinen ganzen Datenträgern, beziehungsweise sagen wir das Wort Internet, das Internet ist nicht mehr nett. Ja? Zuckerberg, soziale Medien, kann man auch vergessen, weil keiner wirklich versteht, was da abgeht, Linkfilter, okay, auf eine Art unter uns, die Großen, die richtig Großen, die 63 Milliarden, 130 Milliarden oder mittlerweile im Jahre, keine Ahnung, knapp vor dem Herrn, 1 Billion haben werden, die können ja ruhig zahlen oder nicht. Ja? Und die sollten an sich darauf auch achten. Nur das Problem an der Geschichte ist, Gleichheitsgesetz, alle sind gleich. Das heißt also, einer, der ein Forum hat mit 50 Leuten, ist genauso dran wie einer, der 1 Million, 2 Millionen User hat, die darin tagtäglich ihr Unwesen treiben oder Nachrichten lesen oder verbreiten. So, und das ist das Problem. Es kann ja nicht sein, dass die fetten Großen wie Google etc., kann ja sein, dass irgendwann mal ein neuer kommt, kann ja nicht sein, aber ist halt so. So, Google zum Beispiel kann sich alles erlauben, ist die größte Datenkrake, die wir kennengelernt haben, ist aber auf eine Art auch das Bessere, wo man nachlesen kann. Man muss natürlich vorsichtig lesen, man muss auch vorsichtig recherchieren und vor allen Dingen mehrfach recherchieren. So viel Geld hätte man für Bücher nicht ausgeben können, um so dermaßen sich zu bilden, wenn man es richtig macht. Wenn man es richtig macht, wie gesagt, kann man sich auch bilden. Und wenn man Spaß haben möchte, dann schreibt man etwas, vergisst, was weiß ich, ein Buchstabe, oder man schreibt die Wahrheit, und die glaubt ja eh keiner, und dann geht die Post ab. So, und das Problem am World Wide Web ist, dass es politisch geworden ist, zu politisch, falsche Politik, dass zum Beispiel Jugendliche da plötzlich gehypt werden, nach vorne gedrückt werden, die überhaupt nicht in der Erfahrung sein können, weil mit 10 oder 16 kann man nicht eine Welterfahrung haben, wo man genau weiß, was zusammengehört und was nicht. Das geht nicht, also, nee, geht nicht und damit hat es sich. So, das Problem an der Geschichte ist halt, wie gesagt, die fehlerhafte Politik, die falsche Politik. Dann die ganzen, die halt trollartig unterwegs sind, Profi-Trolle, sagen wir jetzt mal so, die also Satzgebinde hochfahren, wo jeder der Meinung ist, wenn er das sieht, könnte echt sein, bis er sich die Zeit nimmt und guckt, das ist wieder mal eine Fake-Seite. Wir haben also mehr Fake-Seiten, als uns lieb ist. So, und Solid, also die Sache, sie hier Web 30 Jahre im Kern, 1989, 2019, World Wide Web Foundation. Also ich unterstütze World Wide Web Foundation, weil ich bin dafür, dass das World Wide Web wieder normal wird. Also so, wie es uns damals geboten wurde, wie wir die Ideen hatten. Und wenn man eine Firma hat seit 1976, analog-digitale Techniken, ist klar, in den Jahren 76 bis 86, 96, war man immer noch, was ist denn das? So nach 96 bis 2006, da fragte schon keiner mehr, man konnte sich also vorstellen, was das ist, analoges, digitales Wandeln. Heute, 2090, 30 Jahre danach, haben wir fast nur noch digital. Das Analoge geht so manch im Hintergrund. Man spricht kaum noch miteinander, wie gesagt, man bekommt da Dummheiten, Schwachsinn, Pamphlete, und dann fragt man sich, was soll das? Ja, also ist egal. Also wie gesagt, Normalitäten kaum. Was mich persönlich freut, ist natürlich mit echten Schauspielern zu arbeiten. Natürlich jetzt nicht mit den Hochrangigen, sondern mit den Normalen, also die im Hintergrund arbeiten, die auch zwischendurch zu sehen sind. Heute war zum Beispiel da Mord mit Aussicht. Dann gestern noch mit Prashant wunderbar philosophiert über das World Wide Web. Vielleicht habe ich das große Glück, dass Prashant irgendwann mal da sitzt und dass wir dann wirklich wieder eine tolle Sendung machen. Jetzt hier nicht so eine Monologsendung von euren
AWR Movie bzw. euer Medienkanzler Fantasiefigur. Ja? Was soll man denn überhaupt noch machen? Das World Wide Web ist an sich tot. Es ist tot. Es ist tot gelaufen. Es ist auf eine Art Schrott. Es wird total missbraucht. Es wird total missbraucht von den Staaten. Es wird total missbraucht von Firmen. Es wird total missbraucht im Umgang mit dem World Wide Web. Es wird total missbraucht zum Beispiel bei YouTube, weil man da nur zielt, ja, Kunde werden, folgen, Geld verdienen. So, das hat mit Unterhaltung gar nichts mehr zu tun. Wenn unser einer jetzt von der Wahrheit und nicht als der Wahrheit sprechen würde, würde man das nicht ansehen. Nö, kein Interesse. Wenn man dann irgendwie einen auf Rechtsanwalt macht, jetzt machen da schon viele Rechtsanwälte, die da plötzlich ihre Geschichten erzählen, darf man eine Straßenbahn blitzen oder andere Sachen. Was ist, wenn ein Weltraumschrott auf mein Haus fällt? Ich meine, das sind also super tolle, wichtige, sehr wichtige Fragen, die da beantwortet werden und so weiter. Ja, ich meine, wer gut in der Schule aufgepasst hat, weiß also, dass er nach Google geht, wie gesagt, das ordentlich macht, ordentlich recherchiert, querliest und nochmal recherchiert, bis er dann auf einen Nenner gekommen ist, um dann sich zu bilden, zum Beispiel. Dann kann man so eine Frage selbst beantworten, was passiert mit Weltraumschrott, der auf mein Haus fällt, zum Beispiel. Oder eine Straßenbahn, ist sehr, sehr wichtig, ob eine Straßenbahn geblitzt werden darf. Also, naja, da rede ich jetzt nicht mehr drüber. Wichtig ist halt dieser Artikel 13, schätzungsweise ist das so eine Art Fata Morgana. Und jetzt den Artikel 6, den Terrorartikel, einmal ganz auf die Schnelle durchzudrücken. Also langsam aber sicher, nach so vielen Lebenserfahrungen und Berufserfahrungen kann nur eines Sinn machen, und zwar der Sinn, dass das alles so gewollt ist. Ja, ich meine, Politiker sind, wie sie sind, aber die sind ja auch gut geschult durch ihre Berater und dann sagen, hör mal, wir machen jetzt hier ganz viel Lärm, ja, ganz viel Lärm um nichts, um gar nichts, machen das so richtig laut, lass die Leute mal so richtig Gas geben am 23.03., mal so richtig Gas geben da, richtig laut sein und nachher drücken sie heimlich jetzt am 6. Artikel 6 durch, ja, der ist dann beschlossene Sache. So, wenn der Terrorartikel als echtes Gesetz, als Verordnung durchgejubelt ist, dann ist schon Feierabend. Ja, da könnt ihr es schreiben, Syrien, schon habt ihr den Ärger, ja, oder IS, einfach nur die beiden Buchstaben, IS, die werden dann, nicht wahr, eruiert auf was ganz anderes. Ja, ist nicht mehr IS, sondern IS, zack, bumm, dann geht der Ärger los, oder Maschinengewehr, oder Bombenstimmung in Hongkong, schon habt ihr da euren Ärger. Ja, so sieht's aus. Also wenn ihr so ein World Wide Web weiter haben wollt, wo Trolle Hochkonjunktur haben, wo Trolle E-Mails schreiben wie Lucky Luke oder andere Gedöne da, ne? Oder Lurch, ja, wir unterstützen dich, wenn du dein Lurch zeigst und so Scherze. Also das sind alles so makabre Geschichten, die gewollt, Gott sei Dank, dass man dahinter kommt, wie es wirklich abläuft. Man sieht auch, wie man ankommt, man sieht, wie viel Nerds man sieht, wie viel Erreger man hat, man sieht halt, wie viel Virenträger da unterwegs sind. Und viele, die das gar nicht verstehen, was jetzt an sich gemeint ist mit so einer Foundation. So, Sir Thomas Berners-Lee hat heute halt darüber gesprochen, wie ein Professor halt darüber spricht. Ziemlich trocken, ziemlich nüchtern und hat nichts mit Hype zu tun. So, solche Leute, die das erfunden haben, das ist der Erfinder des Ganzen, der hat natürlich kaum Follows. Ja? Lustig, ne? Also hat kaum Follows. Den kennt kaum einer, heute wusste gar keiner, was heute gefeiert wurde. Viele haben sich gewundert, dass die Nachrichten darüber sprachen. War ja heute Gott sei Dank in aller Munde. Wie gesagt, Gott sei Dank wurde auch knallhart gesagt, was wirklich los ist. Ja? Und ich hoffe wirklich, dass im März, 23. März, das nicht so funktioniert mit dem Artikel 13, aber ich wette mit euch, Artikel 6 wird dann durchgejubelt. Artikel 6 ist viel schlimmer mit dem Terror-Upload, also Upload kommt, so oder so. Das wollen die EU hat das beschlossen. Keiner wagt sich zu sagen, wisst ihr was, bis hierhin, es reicht, macht keiner.
ihr werdet weiterhin zu einer Wahl gehen, ihr werdet weiterhin so einen Blödsinn wählen, ihr werdet weiterhin eure Parolen raushauen. Richtig vernünftig werden will keiner, weil richtig vernünftig ist langweilig. Ja, richtig vernünftige Leute sind langweilig. Ja, hochgradig intelligente Menschen sind langweilig, die haben auch nur 50 Millionen am Konto. So Schlitzohren da, die das nutzen, sagen, dankeschön, haben wir eben 130 Milliarden. Sag ich ja, der eine hat irgendwann eine Billion, bleibt nicht aus, weil sein Betriebssystem halt immer weiter ausgebaut wird, sein Betriebssystem die ganze Welt erobert hat. Und wenn die andere Hälfte der 50-prozentigen, die noch nicht online sind, auch online, also wenn 100% online gehen, ja, so wie er es gerne möchte, ja, wenn 100% online gehen, dann ist Bill Gates einer der reichsten Menschen der Welt, weil jeder braucht die Software, außer es kommt eine neue Software, eine komplett neue Software, hat ja schon so manch einer versucht, eine neue Software auf den Markt zu bringen, hat aber nicht hingehauen. Und weil die Kompatibilität, also ist ja nicht kompatibel, zu allen Drucker geht dann nicht, dann geht die Apps nicht, dann geht dies nicht, geht jenes nicht, dann geht der Browser nicht oder es geht gar nicht. Also haben wir hinter uns, ja. Also viele haben versucht, ein neues Betriebssystem auf den Markt zu bringen. Wir sind immer noch bei Microsoft, wir sind immer noch bei Windows, ja, ist halt so. Und geändert hat sich noch gar nichts. Die haben heute, wie gesagt, sehr viel gesprochen. Ja. Man hat sich natürlich mokiert, das war eine Live-Sendung. Ich habe jetzt, wie gesagt, die Aufzeichnung geschaltet. Was man gemeckert hat, ist halt, dass es nicht synchron war. Ja. Ist klar, ausgerechnet jetzt bei den Eliten, bei den Erfindern, läuft halt nicht synchron. Die Sprachen, dann kam erst der Ton, darüber wurde dann mokiert, so, das ist es. Perfekt kann keiner sein. Noch nicht, es gibt noch keine KI, es gibt noch nicht Wahnsinnsprogramme, die alles filtern können, alles aufschlüsseln können. Wichtig ist und wichtig bleibt, dass die Daten dahin gehören, wo sie hingehören, bei jedem selber. Bei jedem selber gehören die Daten hin und jeder guckt, wie er seine Daten weitergibt, was er weitergibt, was er öffentlich weitergibt und was er sozusagen in die Öffentlichkeit übermittelt, damit die damit arbeiten können. Das ist an sich der Grundgedanke. Der Grundgedanke des World Wide Web wissen wir jetzt mittlerweile, ist ja heute richtig 24 Stunden durchgekaut worden. Etliche Sendungen wurden gemacht, Zeitungsberichte konnte man durchlesen. Man konnte also diese Live-Schaltung mit ansehen. Man konnte auch ihn in so vielen Interviews sehen, die er heute gegeben hat. So, als Foundation-Mitglied stehe ich absolut dahinter. Perfekt geht nicht. Wir wollen auch gar nicht perfekt sein. Wir arbeiten halt mit Maschinen. Wir stellen das dem Kunden zur Verfügung, dass er damit arbeiten kann. So. Und wenn er ordentlich damit arbeiten kann und zu seinem Ziel damit kommt, dann sind wir doch sowas von zufrieden. Ja? Gerade einen Lehrer da gehabt, einen jungen Lehrer, der morgen geprüft wird. Ich sage auch, wenn du um 14 Uhr lächelst, dann weiß ich Bescheid. Um 15 Uhr hast du dann durch. Wenn du um 13 Uhr weinend hier an dem Gebäude vorbeiläuft, weiß ich Bescheid, die hat nicht hingehauen. Es ist halt so, man bereitet vor, man hilft, ja? Man gestaltet, damit etwas funktioniert. Aber die meisten sind ja solche Trolle da, die da E-Mails schreiben, du Lurch, ja? Zeig mal dein Lurch und was weiß ich nicht alles. Oder aber solche Trolle, die da fragen, du, ich will mich selbstständig machen, ich brauche einen 3-minütigen Trailer, machst du eine Profi-Sache, aber für 0 Euro. Ja, das ist das Allerbeste. Also man will sich selbstständig machen, ja, man will ganz groß rauskommen und ein Profi soll dann einen Profi-Film machen für knappe 3 Minuten mit richtigem Equipment, so richtige Regie, ja, so richtig schön arbeiten, dass da wunderbare 3 Minuten rauskommen für 0 Euro. Ich finde das alles super. Ich hätte auch einen da, ich bürge, ich zahle, also ich, du hast ja selber kein Geld. Du hast selber kein Geld, willst aber bürgen und dann so ein Equipment da bezahlen. Ich finde das alles super toll. Ich finde das alles super toll. Ihr wollt euch alle selbstständig machen, ihr wollt alle groß rauskommen, ihr wollt Superstars werden. Aber die anderen Profis, die euch dann aufzeichnen oder von euch irgendwas machen, richtig machen, damit es auch richtig rüberkommt. Ja, die wollt ihr natürlich nicht bezahlen. Wie soll das denn alles funktionieren? Wie soll so etwas
funktioniert. Das ist die große Frage, die ich jetzt mitten im Raum stehen lasse. Ihr wollt immer alles haben oder aber ihr müsst einen regelrecht runterputzen oder diskriminieren oder nörgeln oder irgendwas erfinden oder dumme E-Mails schreiben. Ich meine, das war ja alles gewollt, sonst hätte man oder wäre man nicht auf den Nenner gekommen. Wieso die sich aufregen? Wieso die das alles schon selber erlebt haben? Wie gesagt, die werden als Nerds waren Nerds, bleiben Nerds. Das sind so Leute, die umgekehrt sind und dann anfangen, da irgendwelche Parameter zu basteln, auf den Weg zu bringen. Aber er hat es aber geschafft. Er hat es gemacht. Mehr als gratulieren kann man nicht. Dankeschön, Sir Bernard Lee. Ja, er hat es gemacht, ist klar. Wie gesagt, das sind alles Doktoren, Professoren, MIT-Spezialisten. Ja, die haben sich keine Gedanken gemacht. Was könnte daraus werden? Was daraus geworden ist, sehen wir ja. Multis, ja, wie Bill Gates. Als Supermulti, im Moment noch nicht ganz, weil er im Moment von Amazon überholt wurde da. Ja, der hat momentan 130 Milliarden. 70 Milliarden hat Herr Zuckerberg momentan. Wie gesagt, er nicht, sondern Sir Bernard hat gerade 50 Millionen. Also es wird immer betont, dass er nur 50 Millionen hat und eine Foundation hat, die von Fördergeldern lebt. Das heißt also, wenn ihr ihn fördert, könnte sein, dass Solid kommt. Wenn Solid kommt und wirklich das World Wide Web erobert, dann könnte sein, dass daraus ein neues World Wide Web wird und dass in 30 Jahren das World Wide Web 60 Jahre feiert, ganz anders ist, wie es jetzt im Moment war. Ist ja klar. Also ich wünsche euch was, viel Spaß, Dankeschön, dass wie gesagt funktioniert hat, Dankeschön, dass es das World Wide Web gibt, Dankeschön, dass man mit vielen schon gesprochen hat. Dankeschön, dass viele schon da waren. Einfach nur Dankeschön beim Abschied nehmen, dass es schön war, dass man beim Abschied sozusagen sagt, ich wünsche, dass jeder, der das jetzt hört, glücklich und gesund bleibt. Ja, zum Beispiel mein Jahreswunsch. Ich finde das klasse, wenn man sowas liest, wenn man sowas hört. Oder Donald Impera Duck hat man ja auch mal drauf, wie wir das mit diesem Projekt Star Wars gemacht haben. Wir haben also vieles erfahren dadurch, wir haben vieles erlebt dadurch. Und durch diese Erfahrung, das, was man erlebt hat, hat man festgestellt, ist nicht das Web, was wir uns vorgestellt haben. Auf keinen Fall ist es nicht.